Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Ich würde sagen, sieht fast so hebelmäßig aus. Aber nur so und fast, weißt du? Hast du noch genug Perlen jetzt einmal? Ja. Sollen wir das mal... Ich würde die jetzt anhebeln. Hebeln wir da mal die Maschine. Vielleicht fahren wir da gleich durch diese Wand und nehmen sie mit. Also ich sage, ich hätte da schon, wenn die da besessen ist von Schnaddelibhof. Bevor es noch mehr Schmusi gibt. Du kennst mich viel zu gut. Also benutze Zepter mit. Ich sag linker Schlitz. Linker Schlitz? Linker Schlitz. Nutze. Mal, ich würde links reinbiegen. Gucken wir nochmal. Jetzt mussten wir bedienen. So, linker Hebel. Mit, nein, drücke, linker Hebel. So, Kalkum in Mund. Macht irgendwie nichts. Kannst du Ziehe machen? Noch ein Ziehe, das nach unten geht? Falscher Hebel. Nimm Hebel und steck ihn in die Mitte drin. So, Zepter mit mittlerer Schlitz. Ziehe, ziehe, mittlerer Hebel, drücke, mittlerer Hebel, drücke, mittlerer Hebel. Wir brauchen noch irgendwas, noch ein mehr. Also wir haben jetzt alle Varianten durchprobiert. Ich frage mich, ob diese Zeichen etwas mit der Maschine zu tun haben. Durchgestrichen. Ah, guck mal, rechts, ganz rechts ist der angetriggert, siehst du es? Wenn du es ganz rechts benutzt, siehst du es? Wenn du es seitwärts hinten, das ist jetzt angestrichelt. Siehst du es? Und dann bewegt sich nichts, siehst du? Dann dreht sich nichts. Also durchgestrichen. Und wenn du sie vorfahren lassen möchtest, musst du auf die Wand gucken. Da muss. Ah, du brauchst beide, zwei Hebel. Du brauchst zwei Hebel. Aha, also einen haben wir. Was haben wir? Können wir irgendwie Knochen nehmen? Ich brauche diese Knochen nicht. Da haben wir noch irgendwas dabei. Das hatte ich schon probiert, den Metallstab, ja. Oder? Obszön. Irgendwas. Wir übersehen schon wieder irgendwas. Das ist nix. Markerschütternd. Ich brauche diese Knochen nicht.
Vielleicht ein Stoßzahn vom Elefanten? Die Metallstange aus dem Gefängnis. Die du nicht mitnehmen wolltest? Ja, die ich nicht mitnehmen konnte, weil sie geklemmt hat. Vielleicht kann man sie doch irgendwie mitnehmen. Nee, kannst du nicht, weil sonst hättest du sie nicht befreien können. Ja, aber dass man sie jetzt irgendwie anders doch da rausbekommt, mit der Peitsche oder sonst irgendwie. Wir gucken noch mal in die. Dann mach doch mal ein kurzes Poesy. Ja. Und ich gehe mal zum, was kleine Damen so machen. Okay, wir machen eine kurze Pause. Dann geht Sophia sich mal die Nase pudern. Und dann gucken wir weiter. Bis gleich. So. Das sind wir also, da sind wir wieder. Und jetzt müssen wir irgendwie. Ich bin ziemlich sicher, wir brauchen diesen Stab. Er ist fest eingeklemmt. Wir brauchen den Hebel. Benutze durchgeknallte Peitsche mit Hebel. Benutze Peitsche mit Gelenkstab. Na, hast du daneben geklickt? Hab ich? Ja. Peitsche mit Gelenkstab. Das wird nicht funktionieren. Öffne Käfig. Ja. Ja. Das ist so, manchmal ist das so einfach. Ja. Okay. Dann, beamen wir uns doch gerade mal wieder zurück, bevor wir hier wieder mit dem Oktopus und dem mit der Krabbe und so. Die Lavagrube. Ja, und Sophia ist irgendwo. Also ich bin mir sicher, dass wir Sophia hier, bevor wir jetzt mit dem Ding da fahren, noch wir brauchen quatschen da müssen. Sophia, aber ich habe. Also wir haben alles mit ihr geredet. Ich bin immer noch der Meinung, schnapp dir die Gelenkstange. Lass ihn mal anschauen. Dürfte ich mir wohl mal das Halsband ansehen? Das ist nicht dein Ernst. Doch, das war die Lösung. Mm. Mal, da ist sein Mund. Was machen wir mit Mund? Orichalcum-Palan, okay. Benutze Orichalcum in Mund. Mhm. Hehe. Ah! Grinst der wie so ein dämonischer irgendwas. Au! Das Medaillon ist heiß. Lass es fallen, ja. Nurapsal lässt mich nicht. Nein! Tut mir leid, Sophia. Bis dann, Nurapsal. Danke, Indy. Hättest du das nicht getan, wäre ich so tot wie dieses Monster. Hey. Ja. Junge, hier ist es immer noch unheimlich. Da hast du recht. So, dann. Aber raus das ist hier. Die Ausgangsmaschine. Dann. Ja. Ach so. Beziehungsweise, wir sind tatsächlich noch im zweiten Ring und wir müssen in den ersten Ring rein. Ah, okay. Also als richtiger Bösewicht hat er sich nicht so geeignet, oder? Der Nurapsal? Ja. Der war ja nur ein bisschen, dass der richtige Bösewicht kommt ja noch. Der Nazi-Typ. Genau. Ja, aber es war jetzt nicht so. Es war nur so ein bisschen. Ich will die Welt erobern, ich habe einen kleinen Tentakelarm. War das gerade so ein bisschen, oder? Ja. So, und wir brauchen das einen Hebel links. Einen Hebel rechts. Und dann alle nach hinten. Kommst du mit rauf? Ich warte hier unten. Wie du meinst. Zack. So, die Gelenkstange. Kannst du beide schon nach vorne tun, rechts. Oder? Und dann drücken. Und drücke den. So, ja. So müsste es sein. Und dann schmeißt da ein.
Wie viel haben wir jetzt eigentlich noch? 45 Perlen. Das wird schon knapp. Ja, es wird so langsam. Ich würde zwei reinschmeißen, oder? Damit nee, beide Augen leuchten. Es funktioniert! Komm an Bord, Sophia! Guck mal jetzt hier, wie sich da die Beine bewegen. So, jetzt fahren wir. Mhm. Aber keine Actionsequenz. Aber hier, guck mal, man sieht jetzt mal Indy und Sophia so in richtig. Okay. Ist das irgendeine Auswirkung, was du da tust? Wie war das nochmal mit anhalten? Ziehen. Achso, die müssen alle auf einer Ebene sein, und zwar ganz rechts. Und dann einen oben und einen unten. Ist das nicht... Also du meinst, ja. Nimm Hebel. Und den jetzt. Benutze so, Hebel ganz rechts. Probier mal. Nee. Nee. Dann nehmen wir den... Mittleren Schutz, ja. Ich weiß es auch nochmal. Ja. Ja. Drücke alle beide hoch. Frage mich einfach, Dennis. Ich hab's drauf. Ja, achso, es dreht sich dann. Stimmt, genau. Ja. Fump. Ah. In die Lava. Super. Das war knapp. Ich glaube, das war dein zu knapp. War das mein zu knapp? Das war grauer als der weiße Text. Für mich ist das alles beides weiß. Es ist ja das, weswegen ich die ganze Zeit nicht weiß, also, wer da spricht. Nochmal. Zu knapp. Das war knapp. Achso, dann zu knapp. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt hat er noch eine archäologische Maschine kaputt gemacht. Noch eine. Noch eine, ja. Die wenigen Sachen, die überhaupt noch funktionieren in Atlantis, und Indy macht sie alle kaputt. Immer in die Lava und so, aber wirklich komplett. Ein 4000 Jahre alter Roboter in die Luft geflogen. Naja, zermanscht. Nee, wie, ja. Also unglaublich. Umgeflackt. So, dann jetzt bis zum Zentrum und noch viel weiter. Bis ins Verderben und noch viel, viel weiter. Jetzt gehen wir da unten lang. Okay, okay. Eine Tür. Aha. Bleib bei mir, Mädchen. Hier wird es gefährlich. Ich gehe das Risiko ein. Das war auch so der dezente Hinweis, man könnte gelegentlich mal speichern. Mhm. Sieht schon freakig aus. Guck mal, da von der Schachtel der Lava-Blubberer. Ah. Vom Cover. Du meinst der hier. Mhm. Also der hier. Ja, das ja, sieht oder? Eigentlich exakt so aus. Guter Kanthaken. Ja. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Müssen da hier lang. Und wieso gehst du nicht einfach nach rechts? Da rechts. Aber die führt nirgendwo hin. Ah, ja, okay, cool. Da können wir nicht lang. Da, ja. Ah, sie kommt schon mit, ja. Sie ruckelt jetzt mit nach. Guck mal hier oben, da ist eine. Ach so, da. Kannst du mal einen Notizzettel nehmen gerade? Oh. Ich glaube, da sollte man was aufschreiben und einen Stift. Ja. Also, wir haben. Sonne links, Mond links. Welt oben. Also Sonne links, Mond links und Welt oben. Okay. Ich bin mir zwar nicht sicher zwischen Unterschied zwischen Welt und Mond, aber ich behaupte das jetzt mal. Ja, das ist der Mondstein, das ist der Weltstein. Mhm. Ist ja schon richtig. Mhm. Ja, da geht's nicht weiter.
Aber wieder ganz andere Musik hier. Sophia ist irgendwie nicht mitgekommen. Du musst links in die Tür, ja. Runtergefallen. Jetzt kommt sie mit, wetten? Ne? Mm. Ist aber nicht wieder am Anfang, oder? Sieht ziemlich nach Anfang aus. Geht doch mal einfach links, da gibt es auch Stufen. Nee. Ja, geht nicht runter. Okay. Okay, da sind wir reingekommen. Ja. Ich kann nicht zurückklettern, der Anstieg ist zu steil und glitschig. Mhm. Okay. Also wieder ein Labyrinth. Wenn du das Gefühl hast, das Spiel ist nicht lang genug, bau noch ein paar Labyrinthe ein. Mhm. Ah, da ist jetzt Sophia wieder. Hier rechts. Hoppla. Das Problem ist, hui! Ich habe noch nicht genau verstanden, warum er es tut. Ja, irgendwo müssen wir ja hin. Ja, ja, aber warum? Ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Nein, nein, aber ich verstehe ja was. Aber wo will er denn raus? Also, du könntest. Wir latschen jetzt gerade schon. Ich will hier hin. Da, ja, aber das ist kein Ausgang. Ja, ich will. Wir müssen hier über die Lava rübergehen. Ah, okay. Nee, da, nein. Oben muss da ran. Geh da mal dahin, ja. Ah, da. Dann linke, links, links. Dann links. Ja. Hey! Nee. Wieder am Ausgang. Also ist das Orientierung wie Nilpferd, wir beide hier wieder? Nee, ich, seitdem, du weißt, wo es. Seitdem ich weiß, wo du hin willst, versuche ich dich zu lenken. Okay. So, rechter Eingang bitte. Das habe ich vorher einfach nicht gerafft, dass du da unten so hin willst. Du hast immer gesagt, da runter und da war überhaupt kein Eingang. Hoppla. Hoppa. Ja. So, jetzt den linken hier. Ja. Genau, sehr gut. Jetzt den rechts oder links? Das ist eine gute Frage. Gehen wir mal rechts. Oh nein! Oh nein, okay, das war falsch. Raus, ja. Also der linke muss man. Ja, das ist immer der Falschausgang. So, also hier lang. Dann links oder rechts? Links. Nee, rechts. Sicher? Nee. Du hast doch gesagt, du weißt, wo es lang geht. Habe ich mir eben nicht gemeint. Rechts? Nee, links war es. Okay. Hey. Nee, es war rechts. Du hast es dir nicht gemerkt, also. Ja, aber es instinktiv wusste ich es rechts. Ich hatte mich vor, bevor du geklickt hast, hatte ich mich entschieden. Die PK-Nummer funktioniert bei mir nicht immer, Hagen. Wenn du mich also, so fragst, würde ich rechts gehen. Rechts. Und dann links. Nee, dann rechts und dann links.
Hoppla. Nee, hier links. Hier links? Hier links. Und dann oben und der dann, andere. Genau, dann der. Dann rechts. Rechts warst du eben. Links. 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 Ah ja. So, dann da lang. Waren wir ganz am Anfang schon mal. Ja, so, so jetzt. So, jetzt ist nur hier links oder rechts. Links. Mhm. Ja. Rechts gehen. Nee, dann. Nee, macht er nicht. Zurück in die Tür. Ah, doch, da. Und jetzt? Macht er. So, jetzt müssen wir in eine der beiden Türen. Guck mal, hier. Du kannst auch runtergehen. Kann man? Nee. Das geht da nicht lang. Das ist hier im Vordergrund. Mhm. Also links oder rechts? Links. Ja. So, dann speichern wir jetzt mal, weil ich glaube, das kann gefährlich werden. Seitdem ich wusste, was du wolltest, Dennis. Seitdem ging es direkt. Ja, jetzt kommt es hinterher. Der dezente Hinweis. So. Poff. Oh. Poff. Dück, ah, dück, da kommen dück, sie wieder, dück, oder dück, was? Kommst du jetzt? Keine Panik. Scheint mehrere Wege zu geben. Netter Schritt. Danke. Ich behaupte, dass das gleiche Weiß ist. Nein, es ist unterschiedlich. Das kannst auch nur du sagen, weil du hier mit 16 Farben 35 Nuancen gucken. 32 Farben hier in Summe. Komm mir nicht so. Aha. Die Werbleiste ist auch weg, nur so mal so. Hier ist deine glänzende Stadt. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Der ganze Ort ist voller Energie. Und der Luftdruck wird immer noch aufrecht gehalten. Auch die hohe Luftfeuchtigkeit. Ja.